Da könnt ihr auch den besten Tag des Jahres bei mir sehen, hier mit 109 Euro an Einnahmen. Mein bestes Design, das hat jetzt fast die 300 Verkäufe erreicht. Designs habe ich jetzt insgesamt 2355 online und Produkte 39.190. Heute wieder ein Einnahmenvideo vom Mai. Wir fangen auch direkt mit meiner ersten Plattform an, und zwar Spreadshirt. Danach gucken wir uns Match bei Amazon an und zum Schluss dann noch Kindle Direct Publishing. Nicht wundern, dass sich meine Stimme ein bisschen anders vielleicht anhört. Bin gerade mega erkältet, deswegen könnte sich das ein bisschen anders anhören. Ja, also bei Spreadshirt hat sich jetzt wieder nicht so viel getan. Diesen Monat gesamt 7 Verkäufe, 22,44 € Umsatz. Hier kommen noch 19% Umsatzsteuer runter. Das sind dann 18,85 €. Und generell kommt halt hier nur manchmal ein Verkauf rein, aber es ist jetzt hier nichts Konstantes. Wir gucken uns jetzt hier auch nochmal das gesamte Jahr bisher an. Da sehen wir auch, dieser Monat war jetzt ein Verkauf schlechter als der letzte Monat, der April. Und auch von der Vergütung ist es hier natürlich zurückgegangen. Dann nochmal im Vergleich zum letzten Jahr auch. Erstmal hier die Verkäufe. Da sehen wir auch, es ist schlechter als im letzten Jahr. War ja letzten Monat schon, jetzt im Mai auch. Letztes Jahr hatte ich hier 15 Verkäufe, jetzt nur 7. Also schon wirklich sehr, sehr schlecht. Und Vergütung, können wir auch nochmal gucken, ist sogar noch ein stärkerer Rückgang als bei den Verkäufen. Ja, und sonst zu Spreadshirt kann ich eigentlich nur noch sagen, hier Designs habe ich jetzt 2279 online. Da habe ich jetzt, glaube ich, auch nichts hochgeladen im kompletten Mai. Und mehr gibt es dann zu Spreadshirt auch nicht zu sagen. Und wir tragen das Ganze mal in die Tabelle ein. Also im Mai jetzt bei Spreadshirt 18,85 €. 7 Verkäufe hatte ich im Mai. Und Designs sind immer noch gleich geblieben vom letzten Monat, immer noch 2279. Dann machen wir jetzt weiter mit Merch bei Amazon. Ja, Merch bei Amazon, meine beste Plattform. Hier gehen wir jetzt wieder alle Marktplätze erstmal durch. Also den japanischen Marktplatz immer noch 0 Verkäufe bisher. Spanischer Marktplatz hatte ich jetzt im letzten Monat einen Verkauf, 3,01 € an Einnahmen und insgesamt 6 Verkäufe. Könnt ihr das Ganze hier auch nochmal angucken. Also hier kommen jetzt noch nicht so viel Verkäufe rein. Dann gehen wir weiter zum italienischen Marktplatz. Hier waren es letzten Monat sogar 4 Verkäufe mit 10,31 € an Einnahmen. Und hier könnt ihr auch sehen, das kam jetzt relativ überraschend, dass jetzt auf einmal hier 4 Verkäufe reinkamen, weil davor die beiden Monate hatte ich gar keine Verkäufe auf dem italienischen Marktplatz. Aber ich schalte eben seit 1 oder 2 Monaten, glaube ich, jetzt auch Werbung auf den Nebenmarktplätzen, also spanischen, italienischen, französischen und UK-Marktplatz und auf den Hauptmarktplätzen von mir sowieso schon länger. Dann weiter zum französischen Marktplatz. Hier waren es letzten Monat auch 4 Verkäufe mit 11,12 € an Einnahmen. Und hier nochmal die Übersicht auch. Auch hier im April kein Verkauf. Im März hatte ich 2 Verkäufe und jetzt eben 4 Verkäufe. Die Preise habe ich jetzt hier noch relativ niedrig auf den Nebenmarktplätzen, weil ich die jetzt erst Stück für Stück anpasse, immer wenn sich was verkauft. Und dann gehe ich da auch immer direkt auf 19,99 € hoch. So, dann noch zum letzten Nebenmarktplatz, im UK-Marktplatz. Auch hier hatte ich 4 Verkäufe letzten Monat mit 14 Pfund an Einnahmen. Hier habe ich jetzt insgesamt auch schon ein bisschen mehr Verkäufe als bei den anderen Nebenmarktplätzen. Und hier lief es auch im April schon ganz gut mit 6 Verkäufen. Jetzt im Mai 2 weniger hier. Aber immer noch ganz gut, dafür, dass es halt nur nebenbei läuft, weil ich eben auf dem US-Marktplatz hauptsächlich hochlade und das Ganze wird eben nur automatisch von Amazon auf die anderen Marktplätze hochgeladen. So, dann hatte ich auch gesagt, ich schalte hier Werbung auf den Nebenmarktplätzen, deswegen zeige ich euch jetzt hier mal die Werbung von den Nebenmarktplätzen. Also wir fangen hier mit der Werbung vom UK-Marktplatz an. Hier im letzten Monat 4 Pfund an Ausgaben, aber keine Verkäufe durch die Werbung und 3,79 € kam hier auch durch eine manuelle Kampagne. Also ich habe hier eine manuelle Kampagne, wo ich die Gebote am Anfang sehr, sehr hoch hatte und bei der automatischen Kampagne, wo fast alle Designs drin sind vom UK-Marktplatz, dort ist fast gar nichts passiert, da hatte ich jetzt nur 0,32 Pfund an Ausgaben. Also hier werde ich eventuell jetzt demnächst bei der automatischen Kampagne die Gebote nochmal erhöhen bei Closebid, um dann auch mehr Klicks eventuell zu bekommen. Dann geht es weiter mit dem französischen Marktplatz. Hier lief es sehr, sehr gut mit der Werbung. Nur 94 € an Ausgaben und 3 Bestellungen. Hier habe ich keine manuelle Kampagne, sondern nur die automatische Kampagne, wo fast alle Designs vom französischen Marktplatz drin sind. Für alle, die es interessiert, ich habe hier nur englische Designs online, also keine speziell französischen Designs. Und ja, wir können auch hier nochmal den ACoS sehen, der ist jetzt bei 2,09% und im Schnitt habe ich jetzt hier 13 € pro Klick ausgegeben. Also das ist, glaube ich, auch hier der Marktplatz, bei dem die Werbung am besten läuft. Aber wir gehen jetzt mal weiter und gucken uns den italienischen Marktplatz an. Hier sieht es nämlich eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Hier habe ich jetzt 3,45 € ausgegeben, hatte eine Bestellung. Allerdings war der Preis von dem T-Shirt, was ich jetzt da verkauft hat, nicht so hoch. Deswegen habe ich da jetzt nicht so viel bekommen. Dementsprechend müsste das ungefähr Break-Even sein. Und ich kann euch hier auch nochmal zeigen, wie viel ich hier im Schnitt pro Klick ausgegeben habe.
auch 13 Cent. Und dann gehen wir weiter noch zum spanischen Marktplatz. Hier lief es nicht ganz so gut. Hier habe ich jetzt 4,69 € ausgegeben, insgesamt im Mai. Und auch nur eine Bestellung durch die Werbung erzielt. Dementsprechend der Acos auch hier ein bisschen höher. Das Ganze auch unprofitabel, weil der Preis von dem T-Shirt, was ich verkauft hat, auch nicht so hoch war. Also ich habe da, glaube ich, so irgendwas zwischen 3 und 4 € für den Verkauf bekommen. Ja, das war es dann auch zu der Werbung von Nebenmarktplätzen. Dann gehen wir jetzt weiter zu den Hauptmarktplätzen, dem deutschen und US-Marktplatz. Als erstes gucken wir uns den deutschen Marktplatz an, weil das mein zweitbester Marktplatz ist. Hier sah es jetzt gegen Ende Mai eigentlich ganz gut aus, auch wenn es hier ein paar Tage mal dabei waren, die sehr, sehr schlecht waren. Hier am Montag sogar null Verkäufe. Aber hier vor dem 25. gerade lief es relativ gut mit 7, 8 Verkäufen immer so. Aber das zeige ich euch gleich auch noch im Produktor genauer. Gestern auch wieder sehr gut mit 8 Verkäufen und insgesamt jetzt im Mai 138 Verkäufe und 556 € und 27 Cent an Einnahmen. 3 Returns ist auch relativ niedrig und das Ganze auch nochmal in der Übersicht. Zu den letzten Monaten stagniert es immer noch. Also seit Januar sind wir hier ungefähr so bei 130 Verkäufen. Hier im März einmal ein bisschen besser gewesen, aber insgesamt jetzt hier eigentlich so ein Niveau und ich denke mal, das wird uns auch in den nächsten Monaten sich nicht groß ändern, weil ich eben nicht deutsche Designs hochlade. Ich denke mal, erst gegen Oktober, November wird es dann hier wieder anziehen mit den Verkäufen, aber mal gucken, vielleicht entwickelt sich das ein oder andere Design ja hier auch noch ganz gut und die nächsten Monate werden doch noch besser. Ja, insgesamt auf dem deutschen Marktplatz habe ich jetzt Bruttoverkäufe 1604, davon müssen noch Returns abgezogen werden, 78, Royalties 5695 € und 44 Cent, die ich jetzt hier vom Merch bei Amazon bekommen habe. Im Schnitt waren das 3,73 € pro Verkauf und mein Anteil sind eben momentan 18%. Dann hatte ich ja gesagt, schalte ich auch hier Werbung und diese gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Und bei der Werbung auf dem deutschen Marktplatz lief es jetzt im gesamten Monat leider nicht so gut. 360 € habe ich ausgegeben für 68 Bestellungen. Im Schnitt habe ich 24 Cent pro Klick ausgegeben und damit ist hier der A-Cost 32,04%. Allerdings muss ich noch dazu sagen, dass ich ungefähr ab hier irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwie 6 oder 7 Tage konnte ich hier die Werbung nicht anpassen. Da gab es irgendwie einen Fehler. Ich habe dann auch mit dem Support nochmal geschrieben und irgendwann hat es dann wieder funktioniert. Woran es jetzt wirklich gelegen hat, weiß ich jetzt immer noch nicht, aber jetzt geht es auf jeden Fall wieder. Und das hat auf jeden Fall schon wehgetan, als ich hier gesehen habe, dass einige manuelle Kampagnen richtig viele Klicks bekommen haben, aber keine Bestellungen und ich eben nichts ändern konnte. Dementsprechend dann hier auch durch die Decke gegangen ist mit 91% an dem Tag zum Beispiel. Also das war nicht so schön. Und auch jetzt die letzten Tage hier vom Mai waren jetzt gar nicht so unprofitabel, aber auch nur Break-Even. Und ich habe halt sehr, sehr viel hier ausgegeben mit über 20 €. Normalerweise habe ich jetzt hier immer so um die 10 € an Ausgaben gehabt. Das liegt überwiegend daran, dass ich ein paar neue Keywords hinzugefügt habe zu ein paar manuellen Kampagnen. Also das sollte dann in den nächsten Tagen wieder deutlich besser werden. Ja, also das war's zur Werbung vom deutschen Marktplatz und dann gucken wir jetzt uns mal meinen besten Marktplatz an und zwar den US-Marktplatz. Und auf dem US-Marktplatz lief es deutlich besser letzten Monat, also im Mai. Hier die letzten Tage jetzt nicht so gut, aber auch hier zeige ich euch gleich im Produkt dann nochmal die einzelnen Tage vom gesamten Monat. Insgesamt im Mai hatte ich jetzt hier 266 Verkäufe auf dem US-Marktplatz mit 1222 Dollar an Einnahmen, 18 Returns, also hier deutlich mehr als auf dem deutschen Marktplatz, aber eben auch deutlich mehr Verkäufe. Und jetzt in der letzten Woche hatte ich auch relativ viele Returns. Dann gucken wir uns auch hier nochmal die Monatsübersicht an. Hier sieht es nämlich sehr, sehr stark aus. Im Mai jetzt wieder den letzten Monat getoppt mit 46 Verkäufen mehr hier zum April. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Insgesamt habe ich jetzt hier an Bruttoverkäufen 1230, davon runterrechnen 69 Returns und Royalties habe ich bekommen bisher 5325,9 Dollar und im Schnitt bekomme ich hier 4,58 Dollar pro Verkauf. Und gerade jetzt hier in den letzten Wochen merke ich immer wieder, dass sich auch immer mehr neue Designs verkaufen. Also die Designs, die ich jetzt hochlade, haben ja auch wirklich eine Auswirkung. Und Designs habe ich jetzt insgesamt 2355 online und Produkte 39.190. Dann gucken wir uns jetzt mal die Werbung hier vom US-Marktplatz an. Hier lief es deutlich besser als auf dem deutschen Marktplatz. Hier habe ich jetzt insgesamt im Mai 679,37 € ausgegeben, hatte dadurch 132 Bestellungen und einen ACoS von 26%, damit ungefähr Break-Even, also hier kein Verlust und kein Gewinn mit der Werbung gemacht. Im Schnitt habe ich jetzt hier 0,33 US-Dollar ausgegeben pro Klick. Und hier muss ich sagen, speziell meine automatische Kampagne, wo alle Designs drin sind, lief diesen Monat sehr, sehr gut. Da hatte ich jetzt einen ACoS von 18,81%. Und allein bei dieser automatischen Kampagne hatte ich 71 Bestellungen, also mehr als die Hälfte der Gesamtbestellungen. Nur ein paar manuelle Kampagnen laufen noch nicht so gut. Die muss ich eben weiter anpassen, damit das Gesamtergebnis dann in den nächsten Monaten auch wieder profitabel ist. Ja, hier gibt es jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen zu der Werbung auf dem US-Marktplatz. Mein schlechtester Tag war hier mit dem ACoS von 130% und mein bester Tag müsste hier der 24. Mai sein mit einem ACoS von 10,66%.
Dann gehen wir jetzt mal zurück zum MBA-Account und gucken uns auch die einzelnen Verkäufe vom gesamten Monat beim Produktor an und noch ein paar andere Zahlen von meinem MBA-Account. Bewertung habe ich mich jetzt hier insgesamt 169 mit einem Durchschnitt von 4,64 Sternen. Amazon Choice Banner immer noch kein und sonst habe ich jetzt insgesamt 2719 Verkäufe. Also zum nächsten Tier-Up brauche ich ja 4000 Verkäufe. Da fehlt mir noch einiges. Aber ich habe ja eh noch nicht so viele Designs, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, wenn das noch ein bisschen dauert. Mein Ziel ist aber auf jeden Fall vor Q4 noch ins T8000 zu kommen eigentlich. Muss ich mal gucken, wie viele Designs ich noch schaffe zu erstellen. Bis dahin, dann wird es eventuell auch nur T6000 und dann im Laufe des Dezembers oder Novembers T8000. Aber mal gucken. Mein bestes Design könnt ihr auch nochmal hier unten sehen. Das hat jetzt fast die 300 Verkäufe erreicht, 1228,75 € an Einnahmen. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal das Gesamtergebnis an und die einzelnen Verkäufe vom gesamten Monat. Also hier das Gesamtergebnis erstmal vom Mai, 396 Verkäufe, 1737,93 € an Einnahmen. Für die Werbung habe ich ausgegeben 1000,08 €. Verkäufe kamen durch die Werbung 205, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Hier könnt ihr auch nochmal die Aufteilung sehen. Leider ganz knapp nicht die 400 Verkäufe hier netto erreicht. Also hier sind Returns schon rausgerechnet. Aber wir gucken uns gleich auch noch den Vergleich zum letzten Monat an. Vorher nochmal kurz hier die Return Rate. Die war jetzt in den letzten 30 Tagen bei 4,8% und insgesamt ist sie jetzt bei 5,13%. Dann hier der Vergleich nochmal zum letzten Monat. Hier jetzt die Verkäufe mit Returns 417 und im letzten Monat waren es 360. Also hier ein deutlicher Anstieg. Das ist auf jeden Fall sehr schön, dass man hier sieht, dass sich die Arbeit auch auszahlt für die Designs, die ich erstelle und hochlade. Mal gucken, ob wir jetzt im Juni hier eventuell den Dezember schon erreichen mit 524 Verkäufen brutto hier. Das ist auf jeden Fall ein Ziel für den Juni. Aber man sieht hier auch ganz deutlich, dass hauptsächlich der US-Marktplatz stark zunimmt an Verkäufen und beim deutschen Marktplatz verändert sich jetzt nicht so viel, hat sich ja eben auch schon genauer gezeigt. Und wir gehen jetzt hier auch nochmal auf die letzten 90 Tage. Da könnt ihr auch den besten Tag des Jahres bei mir sehen hier mit 26 Verkäufen am 22. Mai mit 109 € an Einnahmen. Generell hier, diese Tage liefen wirklich sehr, sehr gut. Dann ist es wieder stark runtergegangen und jetzt gestern wieder 16 Verkäufe, auch wieder ganz gut. Mal gucken, wie jetzt die nächsten Tage dann werden. Ich werde jetzt hier nochmal von Jahresanfang oder ein bisschen mehr auch, Q4 können wir auch nochmal mit reinnehmen, euch die Verkäufe nur vom US-Marktplatz erstmal zeigen und danach noch nur vom deutschen Marktplatz. Auch die Royalties mache ich hier mal aus, damit man das noch ein bisschen besser sieht. Also hier wirklich eine sehr, sehr starke Entwicklung. Mittlerweile sind wir hier auf dem Niveau von Q4 angekommen, vom Dezember. Teilweise sogar Tage, die besser waren. Das motiviert mich hier auch auf jeden Fall weiterzumachen. Auch wenn ich momentan ein bisschen faul bin, was das Design erstellen angeht. Aber ich hoffe, dass ich da jetzt wieder in den Flow reinkomme. Und dann sollte auch das wieder passen. So, dann hatte ich ja noch gesagt, gucken wir uns nochmal die deutschen Verkäufe an. Auch hier stellen wir nochmal die Royalties aus. Und hier sieht man ganz stark, wie das Ganze abnimmt, beziehungsweise stagniert. Also hier so im Schnitt würde ich jetzt mal behaupten, so um die 6 Verkäufe pro Tag, vielleicht sogar ein bisschen weniger, 5 vielleicht. Aber wie gesagt, ich lade dort ja eben auch nichts hoch. Deswegen bin ich da jetzt nicht so unzufrieden. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal die Verkäufe von den Nebenmarktplätzen an. Also Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien. Ich schalte hier nochmal die Royalties aus. Und Previous Year mache ich auch nochmal aus. Hier überall. Da kann man auch ganz gut sehen, dass das Ganze auf jeden Fall auch hier langsam zunimmt. Dadurch, dass ich jetzt eben auch Werbung schalte, verkauft sich jetzt hier immer mehr. Und ich hoffe, im Q4 sind das dann hier schon größere Zahlen, die den Umsatz dann zusätzlich nochmal steigern. Ja, das war es dann zum Beispiel bei Amazon. Und dann tragen wir jetzt das Ergebnis nochmal von MBA in die Tabelle ein. Also hier die Einnahmen, das waren jetzt 1737 und 93 Cent. Verkäufe waren es 396 ohne Returns, die sind schon rausgerechnet. Und Designs habe ich jetzt aktuell online 2335. So, dann gucken wir uns jetzt nochmal zuletzt Kindle Direct Publishing an. Und hier bei KDP sieht es eigentlich ganz okay aus. Also ich hatte jetzt hier am Anfang 2 Verkäufe, hier dann in der Mitte 4 Verkäufe und jetzt hier am Ende wieder gar nichts. Insgesamt habe ich dann damit 17,94 € an Einnahmen. Alle Verkäufe auf dem deutschen Marktplatz. Und ich habe hier auch Werbung geschaltet, ein bisschen. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Also ich schalte hier nur auf dem US-Marktplatz Werbung. Da habe ich jetzt 1,70 $ bisher ausgegeben. Ich schalte auch erst seit dem 5.5. hier Werbung. Und ich kann hier nochmal die Ausgaben zusätzlich nochmal aktivieren mit den Impressionen. Da hatte ich hier, wo so viele Impressionen reinkamen, ein Gebot bei einem Design relativ hoch, aus Versehen. Und das habe ich dann runtergestellt. Seitdem ist jetzt hier fast gar nichts mehr passiert. Auch hier werde ich noch mal gucken, ob ich jetzt die Gebote noch mal ein bisschen erhöhe. Das dann aber in den nächsten Einnahmenvideos. Und dann tragen wir auch jetzt hier noch mal das KDP-Ergebnis in unserer Tabelle ein und gucken uns das Gesamtergebnis an. Also bei KDP 17,94 €.
und 94 Cent an Einnahmen. 6 Verkäufe und Designs sind jetzt ein bisschen mehr geworden diesen Monat. Da habe ich jetzt aktuell 1690 online. Dann zum Gesamtergebnis. Hier sind jetzt über alle Plattformen weg 409 Verkäufe. Für die Werbung habe ich ausgegeben 1009,69 Euro. Und Umsatz insgesamt waren es 1774,72 Euro. Deshalb dann ein Gewinn von 765,03 Euro hier im Mai. Wenn wir das Ganze nochmal hier mit den letzten Monaten vergleichen, können wir ganz gut sehen, dass jetzt hier die Verkäufe jeden Monat zugenommen haben. Und auch der Umsatz ist hier immer weiter gestiegen. Profit ist jetzt nicht jeden Monat höher geworden, weil eben die Werbeausgaben hier variiert haben. Aber insgesamt, wie man es hier auch in der Grafik nochmal sehen kann, ist hier eine ganz klare Steigung zu sehen. Hier in Blau die Einnahmen und in Grün die Verkäufe und hier rechts nochmal Ausgaben für die Werbung und der komplette Umsatz. Also Werbung hier ein bisschen mehr als die Hälfte und insgesamt bin ich hier auch sehr, sehr zufrieden mit dem Mai. Wie lief es bei euch? Schreibt es in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal.